What is your biggest dream? Remember, it's a gift. Follow your heart. Don't wait. Ignite the spark. Come on. Play now. Go beyond borders. Explore the unseen. Discover the magic. Be an ocean lover. Enjoy the extraordinary. Play now and be a part of it. Wir sind hier beim Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 und der Anlass ist der 46. Rudermarathon von Leverkusen nach Düsseldorf. 42,8 Kilometer sind das genau. Recht gute Bedingungen, aber es war sehr windig, Gegenwind. Aber geregnet hat es nicht zwischendurch mal? Es kam zwischendurch 3 Tropfen, da haben wir gedacht, nein, wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir noch vor dem großen Regen am Ziel sind. Jetzt sind Sie auch schon langjährige Teilnehmerin. Ja, das war zum 15. Mal, dass wir in dieser Mannschaft gerudert sind. Ich glaube, ich bin schon 28 Mal den Rheinmarathon gerudert. In den Anfangsjahren habe ich gesteuert, aber jetzt ruder ich immer. Aber das war heute das letzte Mal. Es war ein bisschen frisch, die Wellen hielten sich in Grenzen, aber wir hatten einen relativ sehr starken Gegenwind. Und die Mädels, die ich steuerte, die mussten ordentlich kämpfen, um vorwärts zu kommen. Aber es hat doch letztlich ganz gut geklappt, also von den Zeiten her zufrieden? Ja, eigentlich, ich bin eigentlich sehr zufrieden, die Mädchen haben sich angestrengt, die waren sehr gut zusammen, also waren gut, ich war eigentlich zufrieden. Als Trainer muss ich sagen, sie haben wirklich toll gekämpft. Das war schon interessant, weil der Rhein ist ja nun sehr bewegt und immer dann, wenn die Boote, das kennt den Rheinruderer selber besser, aber immer wenn die Schubboote da drum aufkommen und weht dann auch ein Gegenwind, dann staut sich das da ganz schön und ist eine ganz schöne Welle. Das ist so, als wenn man gegen eine Wand fährt manchmal. Und das ist natürlich entsprechend aufwendig, aber natürlich sind auch 42,8 Kilometer eine ganz schöne Strecke für einen, der eigentlich eher so 2000 fährt. Das ist richtig, aber im Training fährt man ja auch so manchmal 1,5-2 Stunden und insofern war die Distanz darüber hinaus, die zeitliche Distanz nicht mehr so groß, aber 42 Kilometer an sich, das bin ich vorher an einem Stück noch nie gefahren. Hier wird jetzt der Wellenbrecher abgemacht, der verhindert, dass halt eben, wenn hier auf dem Rhein gerudert wird, dass da in der Seite die Welle einsteigt. Das ist nämlich mit Abstand das Gefährlichste, dass die Welle am Boot entlangläuft und dann zum Schluss in der Regel 3. oder 4. Platz einsteigt. Und das versuchen wir mit diesen, wie soll man sagen, Tesafilm zu verhindern. Und erfolgreich. Wir sind angekommen. Ganz offensichtlich, aber es ist auch nass geworden. Also jedes Boot kriegt natürlich Wasser ab. Ja. Es sind aber inzwischen auch so kleine elektrische Pumpen an Bord. Ja, es gibt Pumpen an Bord, die eingebaut sind. Und es gibt auch die sogenannten Lenzklappen. Die können wir uns mal angucken. Hier die rein mechanischen Lenzklappen. Die werden dann aufgeklappt und dadurch, dass das Wasser dann dran vorbeifließt, wird das alles weggesaugt. Und dann wird das richtig das Boot leer gesaugt. Damit das aber auch immer funktioniert, gibt es hier diese elektrischen Pumpen, die da nachträglich eingebaut sind. Und da ist dann da der Akku und da vorne unter dem Sitz die Pumpe und die pumpt das dann einfach alles raus. Und wenn es dann richtig funktioniert und frühzeitig eingestellt wird, dann kommt man auch trocken an. Trocken, vielleicht nicht. Semi-trocken. Ja, man kommt an. Man kommt an. Ja, zum einen durch den Wind hat man extrem hohe Wellen. Die Schifffahrt macht ja sowieso grundsätzlich viele Wellen und durch den Wind werden die noch mehr aufgebaut. Und was ich aber besonders bei meinem Team noch hatte, die Motivation hochhalten. Weil teilweise, wenn man Gegenwind hat, dann kämpfen die Jungs und Mädels schon ganz ordentlich. Und dann weiter zu treiben, weiter zu sagen, in die nächste Kurve rum, habt ihr Schiebewind, das war heute auch noch viel, viel Arbeit. Das
Das heißt also, als Steuerfrau ist man dann auch immer ein Stück weit Psychologin. Ja, definitiv. Auf die lange Strecke ja. Auf einer kürzeren Strecke ist das nicht so stark, nicht so extrem, aber heute 43 Kilometer. Gute 2,5 Stunden haben wir jetzt heute gebraucht mit unserem Team und da muss man zwischendurch definitiv als Psychologin mal ran. Wobei 2,5 Stunden ist eigentlich eine Zeit, da kann man sagen, das ist doch okay, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Zeit, keine Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, was im Moment die aktuell schnellste Zeit ist, vermutlich irgendwas knapp über 2 Stunden. Und die längste Zeit wird vermutlich bei den Bedingungen über 3 Stunden liegen und da liegt man mit gut 2,5 ziemlich mittendrin. Absolut, also selbst der Olympiasieger Thomas Lange hatte 2 Stunden 12, das ist im Moment das beste Boot. Wir sehen es aber hier, wenn wir mal nochmal auf den Rhein schwenken, wenn man dann im Ziel angekommen ist, dann ist eigentlich der schlimmste Teil der ganzen Sache, oder? Ja, heute bei diesen Bedingungen auf jeden Fall. Man sieht ja jetzt auch, liegen einige Boote hier vorm Steg, die warten, dass sie anlegen können. Baut sich ein kleiner Stau auf und die Ruderer sind einfach, die sind müde, die sind kaputt, die sind nass. Und dann steht der Wind noch hier drauf, das heißt, die hören dann auf zu rudern und denen wird dann kalt. Die haben aber in der Regel keine Jacken dabei, nicht an Bord, weil man hat nur das Minimale mit im Boot. Und dann immer diese kleinen Stückchen, man rudert 5 Meter vor, treibt vom Wind wieder 3 Meter zurück. Und das die ganze Zeit, wir haben glaube ich 20 Minuten gebraucht, bis wir angelegt haben. Ich glaube, das hat auch nochmal ein bisschen zermürbt heute. Was ist schief gelaufen? Ja, eigentlich ist alles relativ gut gelaufen. Wir hatten echt Glück. Das Wetter hätte auch schlechter sein können, trotz des Regens oder der Regenschauer, die wir da zwischendurch mal hatten. Der Wind war relativ stark zum Schluss, aber wir haben es geschafft. Wie bereitet man sich denn auf so einen Marathon vor, wenn man quasi noch nicht mal ein halbes Jahr erst rudert? Fährt man den ja nicht dauernd. Nee, wir hatten ein Marathontraining vor 2 Wochen. Und da konnten wir uns die Strecke schon mal ganz gut angucken.